Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zur nächsten Folge von Ich bewerte eure Teams in FIFA 18. Mauer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich hier die nächsten Teams von euch am Start und ich werde es auch so machen, Leute, nach dieser Folge hier. Wenn ihr diese Folge seht, um 17 Uhr wird diese hier online kommen, werde ich alle E-Mails, die ihr mir geschickt habt, ich glaube, ich habe immer noch 400 ungelesene Nachrichten oder so, ich werde alle löschen, weil jetzt gibt es auch schon E-Mails, die mit Teams, die, sage ich mal, jetzt schon viel, viel besser sind als zum Zeitpunkt, wo ihr mir euer Team geschickt habt. Und auch jetzt hier noch diese Bitte, Leute. Schickt keine E-Mails doppelt. Schickt nur einmal euer Team. Ansonsten komme ich da komplett durcheinander. Schickt mir bitte nur einmal eine E-Mail mit euren Screenshot. Danke. Das ist auf jeden Fall, sage ich mal, hier so. Ja, ich werde jetzt einfach mal so machen, dass ich jetzt alles nochmal lösche. Und ihr habt nochmal neu die Möglichkeit, mir eure Teams zu schicken. Ganz genau, Leute. Und ich starte jetzt hier mit dem ersten Team. Er hat hier leider nur eine 84er Bewertung, ist aber anscheinend ein Hertha-Fan hier. Aue, Hertha BSC. Weil er hat auch einen Karimere Kick im Team hier. Dann hat er einen Williams, einen Bastians, einen Sanchez, Gündogan, Koke, Lozano, Ronaldo, Hernandez, Arnautovic und Pelé im Kasten. Ja, also du kriegst ja leider 0 Extrapunkte, weil du als erst eine 84er Bewertung hast. Und ich denke, er hat hier erst mit FIFA Mobile angefangen. Ja, ich gebe dir mal, ich kneif noch ein Auge zusammen, ich gebe dir 3 Punkte. Somit hast du insgesamt 3 von 10. Hättest du jetzt eine 90er Bewertung, hättest du noch einen Extrapunkt bekommen. Aber wie gesagt, da du noch nicht so lange FIFA Mobile spielst und noch erst eine 84er Bewertung hast, gibt es da leider keine Zusatzpunkte für dich. Zweites Team kommt vom Noel hier. Und er hat hier einen Sané, einen Pedersen, sehe ich auch selten. Pedersen, Tots, ich kann mir Pedersen, Tots sehr, sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Bale, Roberto, Eriksen, Kerney, Zinchenko, Schelini, Verdonken, Walker und Akin Fejev. 95er Bewertung, dafür gibt es schon mal 3 Punkte. Und an diesem Team gefallen mir 2 Spieler eigentlich nur nicht. Das ist Kerney und Zinchenko, das heißt, du kriegst 4 Punkte und landest insgesamt bei 7 von 10, lieber Noel. 7 von 10 für dich. So, dann haben wir hier dieses Team, kommt vom Hugo. Er hat eine 92er und kriegst dafür einen Zusatzpunkt. Und den sehe ich auch ganz, ganz selten. Ich glaube, ich habe noch nie gegen einen Maximilian Philipp als Luna-Eventkarte gespielt. Chicharito auch im Sturm, Dembele als Recordbreaker, Gedesch, David Silva, Parejo, Jahan Bakc, Sané, Evans, Vallejo und Neto. Also ich muss ja sagen, das Team von Noel gefällt mir besser und deswegen gebe ich dir hier, Hugo, eine 3. Und ja, 92er kriegst du nochmal einen Punkt extra und landest insgesamt bei 4 von 10 Punkten. Insgesamt gibt es ja 10, ist ja klar. So, also 4 von 10 für dich, lieber Hugo. Ja. Ja, nächstes Team, oder? So. Sevilla. Teamname Sevilla. 88er Bewertung. Oh, Akku lädt hier gerade auf. 17%. 88er Bewertung. Leider 0 Zusatzpunkte oder 0 Extrapunkte. Und das Team so an sich. Ich halte mich kurz. Ich sag mal, das Team ist nicht schlechter als das allererste Team mit Rekik, mit Gündogan war da drin, Lozano, Alexis und so. Das ist auf jeden Fall nicht schlechter. Und deswegen gebe ich dir auch hier eine 3. Ich muss dir eine 3 geben und das heißt, du landest auch bei 3 von 10 Punkten insgesamt. Weil, wie gesagt, 88er Bewertung. Wahrscheinlich spielst du auch noch nicht so lange FIFA Mobile. Deswegen hast du erst die 88er Bewertung. Ja, und wir kommen zum 5. Team der heutigen Episode. Und das Team hat hier 101. Vom JJ kommt das. Und wieder ist dieser McCartan drin. Der war schon in der letzten oder vorletzten Folge drin. McCartan, wieso? Ich habe es immer noch nicht verstanden, Leute. Wieso McCartan? Irgendwas hatte ich da unten in den Kommentaren gelesen. Ja. Ja. Ich finde aber, also Aguero nice, Messi nice, Eli nice, Matthäus nice, Fernandinho nice, Buffon nice, Robertson okay, Romagnoli okay, McCartan okay, Ramos nice und Coleman, sage ich mal, ist auch okay bis nice. Das heißt, ich gebe dir eine 4er Bewertung dafür und du kriegst nochmal 5 extra Punkte und scheiterst ganz, ganz knapp an der 10 von 10. Du kriegst von mir 9 von 10. 9 von 10 ist aber eine sehr gute Bewertung, ist ja klar. Es geht kaum besser, also lieber JJ hier. Ein gutes Team. Aguero, Messi, geiler argentinischer Sturm hier.
Gefällt mir. Mit Matthäus noch als Icon drin. Sehr, sehr geil. Nächstes Team kommt vom NNN. Ist hier ein Borussia wahrscheinlich. 93er Bewertung, 2 Extrapunkte dafür schon mal. Oh, ein Iago Aspas im zentralen Mittelfeld. Das muss einen Punkt Abzug geben. Und ich gebe dir 3. Aber einen Punkt Abzug gebe ich dir wiederum 2. Und das heißt, du hast insgesamt 4 von 10. 4 von 10 für dich. Courtois, Reus geil, Batshuayi geil. Ja, aber es gibt viele Spieler. Chlusek, Mitrovic, Motta, Aspas auf der falschen Position. Ja, ich lande es insgesamt bei 4 von 10. 4 von 10 für dich. Ganz genau. So, und ich glaube, dieses Team hatte ich hier schon mal, ne? Aber das hier nicht. Also langsam komme ich halt durcheinander und das passiert halt, wenn ihr öfters E-Mails schickt und ich kann mir ja nicht jede E-Mail merken von der Folge, die vor 3 Wochen kam, kann ich ja nicht die E-Mail merken und ob du das Team schon mal eingeschickt hast. Das sehe ich erst, wenn ich hier das Team bewerte und mich so ein bisschen dran erinnere. Hatte ich das Team schon, hatte ich nicht das Team schon. Deswegen, wie gesagt, die Bitte, nur einmal eine E-Mail zu schicken. Auch wenn ihr noch nicht dran gewesen seid, schickt trotzdem keine neue Leute, sonst komme ich durcheinander. Sonst komme ich echt durcheinander. Vielen, vielen Dank da hier. Ja, also ganz klar. Wisst ihr, denke ich mal. Könnt ihr auch, denke ich mal, hoffentlich nachvollziehen. So, wir kommen hier zu diesem Team hier. Hat eine 101er Bewertung. Und das gefällt mir richtig gut. Und es gibt leider, ich muss wirklich sagen, leider 2 Spieler, die mir nicht so gut gefallen. Und deswegen, ich würde dir ja gerne, aber ich gebe dir, glaube ich, auch. Ich gebe dir trotzdem eine 5 von 5. Eigentlich mache ich ja sowas nicht. Eigentlich habe ich ja gesagt, wenn ein Spieler nicht gut ist, gebe ich trotzdem noch eine 5 von 5. Aber hier sind 2 Spieler meiner Meinung nach nicht so hundertprozentig. Das ist Jan Baksch und Lenz, die mir nicht gefallen. Euch können die Spieler gefallen, aber sie gefallen mir ja nicht. Ich bewerte ja die Teams. Deswegen, ja, aber ich gebe dir trotzdem aufgrund davon, dass du hier ein Maldini-Icon hast. Du hast einen KK als, quasi auch als Icon drin. Ein Petit, ein Cannavaro, ein Ramos. Das Team gefällt mir richtig gut und deswegen gebe ich dir trotzdem die 10 von 10. Lieber Töli, die 10 von 10 kriegst du hier von mir. Bam! Wir kommen zum nächsten, das Team vom Tom. 97, dafür gibt es schon mal 3 Punkte. Mané, Kane, Salah, Heung-min, Busquets, Isco, Thauvin, Umtiti, Mina, Otamendi, Alisson. Ja, also es gibt definitiv 2 Spieler, die mir nicht so gefallen. Thauvin und Umtiti. Aber eigentlich, ich... Ja, aber Thauvin ist... Sage ich jetzt echt bei Thauvin, der gefällt mir nicht so wirklich. Ich gebe dir auch eine 5. Ich gebe dir auch eine 5, lieber Tom. Und du landest aber aufgrund der Bewertung nicht bei 10 von 10, sondern bei 8 von 10. Der Einzige, der es mir jetzt nicht so gefällt, ist Umtiti. Aber trotzdem, 8 von 10. Sehr gute Bewertung. 97. Let's go. Wir kommen zum vorletzten Team der heutigen Episode. Ein Hannoveraner hier nochmal, so schaut's aus. Fünferkette am Start. Caligiuri, Rami, Sané, Kimbembe, Shaw, Torreira, Eli, Goretzka, Kempel, Batshuayi, Alisson. Also es gibt definitiv Spieler, die mir nicht so gefallen. Torreira, Kempel, Shaw, Rami, ich gebe dir 3. 91er Bewertung, kriegst du nochmal einen extra Punkt und du landest insgesamt bei 4 von 10 möglichen Punkten, lieber Naugopnix. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. So, das letzte Team kommt hier vom FooCraft Gamer. Und er, oh, er hat einen goldenen Tots Fekir drin. Richtig, richtig geil. Hazard als normale Karte. Mertens, Sterling, Oxlade-Chamberlain, Verratti. Also Mittelfeld, Abwehr, Mittelfeld und Sturm top. Abwehr gefällt mir nur Zinchenko nicht. Und Oblak gefällt mir auch. Das heißt, ich gebe dir auch die 5 Punkte. Und du kriegst nochmal 3 extra, weil du eine 96er Bewertung hast und du landest insgesamt bei 8 von 10, lieber FooCraft Gamer. Ganz genau, Leute. Also nochmal, Leute, wenn ihr, also ich werde jetzt hier zu diesem Zeitpunkt alle E-Mails löschen, wenn ihr dieses Video hier seht. Und ihr habt dann nochmal die Möglichkeit, neue E-Mails zu schicken, beziehungsweise eine E-Mail. Keine, also schickt nicht 2, 3, 4, 5 E-Mails, sondern nur eine E-Mail, Leute. Das wäre mir echt wichtig. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns wieder um 20 Uhr zur neuen FIFA Mobile Folge. Die kommt natürlich um 20 Uhr, weil 25 Uhr ist die FIFA Mobile Expert Zeit. Ich werde jetzt auch an dieser Stelle auch rein. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.